Ja, vielen Dank, dass ich doch noch sprechen kann. Ich habe eine Frage an Kommissar Hahn bezüglich der delegierten Rechtsakten. Diese delegierten Rechtsakten spielen ja eine wichtige Rolle in den Kohäsionspapieren. Und mir ist auch klar, dass es notwendig ist, zur Umsetzung von vielen Fragen delegierte Rechtsakte braucht. Es gibt doch die Widerrufsmöglichkeit seitens Parlament und Rat, alles gut. Aber ich glaube, dass es doch in gewisser Weise ein bisschen ausufert und in Fragen, die wir eigentlich als Parlament auch zu beschließen hätten, zusammen mit dem Rat, solche Dinge vorgenommen werden. Beispiel ist der gemeinsame strategische Rahmen Artikel 10 und 11 der allgemeinen Verordnung, der Ziele zur Förderung aus den Kohäsionsfonds, aus den Fonds festlegt, wichtige Herausforderungen im territorialen Bereich und zentrale Aktionen. Meine Frage ist, warum haben Sie zum Beispiel bei einem solchen wichtigen Dokument diesen delegierten Rechtsakt vorgezogen und nicht das geordnete Gesetzgebungsverfahren? Aber vielleicht können Sie generell zu der Problematik delegierter Rechtsakte in dem Zusammenhang sagen. Also ich würde sagen, wir gehen mit diesem Instrument sorgsam um und wenden ihn eigentlich dort an, wo wir operativ tätig sein müssen. In der Frage des strategischen Rahmens ist es ein Pilotprojekt und ich denke, wir müssen einmal schauen, wie die Substanz der Vorschläge, der Konzepte ist, die wir hier imstande sind zu entwickeln und zu erarbeiten. Ich bin sehr zuversichtlich, es ist der erste Versuch, hier die verschiedenen Shared Management Fonds unter einem Dach zu vereinen. Und ich denke, wir sollten uns einmal anschauen, welche Vorschläge wir hier, ich vermute, im Jänner dieses Jahres vorlegen können und dann auch sehen, wie die weitere Behandlung ist. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass wir zumindest inhaltlich diese Frage auch hier im Parlament behandeln werden, im zuständigen Ausschuss. Ich hätte noch mal im Zusammenhang mit den makroökonomischen Konditionalitäten, da haben Sie schon einiges gesagt, Herr Kommissar Hahn, eine Frage. Sie sagen, das wird wahrscheinlich nicht eingesetzt oder nur im Notfall und dergleichen. Aber ich frage Sie trotzdem, haben Sie eine Sicherung dort mit eingebaut oder kann verhindert werden, dass besonders benachteiligte Regionen, denen ja dann das Geld fehlt im Falle einer solchen Konditionalität, wenn sie eintritt, tatsächlich nicht Nachteile eintreten? Es gibt keine Sicherung, dass das nicht stattfindet. Die Sicherung, und ich betone noch einmal, es ist eine absolute Ultima Ratio, wenn alle vorgelagerten Maßnahmen nicht zum Tragen kommen. Und ich gehe davon aus, und das ist meine Zuversicht, und das ist ja auch die Erfahrung, die wir bis dato haben, dass betroffene Länder sehr wohl auf die Vorschläge, Vorgaben der Kommission oder auch dann des Rates entsprechend reagieren und sich um eine Verbesserung der Situation bemühen. Und das ist genau sozusagen die Grundlage, die notwendig ist, um diese Maßnahme gar nicht erst zur Anwendung zu bringen. Und im Übrigen gilt es natürlich auch, die entsprechenden nationalen Bestimmungen zu respektieren. Es ist ja auch in diesem Vorschlag eindeutig festgehalten, dass wenn es zur Anwendung dieses Instrumentes kommt, die Anwendung proportional, adäquat und entsprechend den Gegebenheiten vor Ort vorzunehmen ist, denn etwa die Strukturfondsgelder haben in einzelnen Ländern eine unterschiedlich große oder geringe Bedeutung und auch das ist allenfalls bei einer Anwendung dieses Instrumentes zu berücksichtigen. Aber noch einmal, und das ist meine eindeutige Zuversicht, es handelt sich hier um ein absolut allerletztes Instrument und das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir im Rahmen des Sixpacks in der Eurozone hier eine Möglichkeit haben, die die anderen Nicht-Euro-Länder nicht umfasst. Und dass es hier auch ein Gebot der Fairness und der Ausgewogenheit war, ein Instrument vorzuschlagen, zu schaffen, das letztlich alle 27 Länder theoretisch umfassen kann.